Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge Reale Irrsinn. Und das ist zwar was ganz Besonderes. Wir schauen sie nämlich an dem Tag, an dem sie rauskommt. Aber ihr seht sie natürlich auf Twitch. Nein, auf Twitch live, aber auf YouTube erst verspätet. Also, ja, so. Und zwar heißt die Folge Das Wanderurinal in Köln. Waren wir nicht gerade eben schon mal in Köln mit einer Tempo-20-Zone? Also auf dem Livestream waren wir da. Das Video dürfte aber auch schon oben sein. Also wenn ihr das sehen wollt, was da los war, könnt ihr euch das angucken. Aber wir schauen uns jetzt die Folge zusammen an. Und ich habe gerade das von meinem Mann gelesen, also ist in Ordnung. Genau. Ist schön, wenn du aber zumindest zuhörst. Gut, hier sehen wir schon ein Original, wie das die Stadt Köln verbreitet. Und ja, das soll wandern. Okay, schauen wir uns an, wie das funktionieren soll. Dies ist die Geschichte eines kleinen Urinals. Es steht schon länger am großen Ebertplatz in Köln und fristet ein Nischendasein. Dabei will die Stadt mit dem Örtchen doch nur helfen und Wildpinklern eine zivilisierte Form der Erleichterung bieten. Wildpinklern sollen eine Erleichterung geboten werden. Stimmt, sie pinkeln nicht in das Ding, sie pinkeln hinter das Ding. Irgendwie ist, glaube ich, dem Herrn, der da steht, nicht ganz bewusst, wie er dieses Ding benutzen soll. Wäre vielleicht interessant, intelligent noch eine Bedienungsanleitung anzubringen. Doch vor allem erfährt es Ablehnung. Also man soll dann pinkeln und in der Öffentlichkeit stehen. Naja gut, Wildpinkler stehen auch in der Öffentlichkeit und interessieren sich nicht dafür. Dann ist das doch eigentlich in Ordnung. Es hilft auch. Und Urin ist nun mal etwas, was nicht gerade unaggressiv in der Natur ist. Oben kann man dann filmen. Ja, theoretisch. Menschen, die hier vorbeikommen, fühlen sich gestört. Der Enkel auch, der riecht es schon von Weitem. Ich muss auch sagen, dass auch hier so eine Brise rüberweht manchmal, je nachdem, wie der Wind so steht. Ja gut, das ist natürlich das Problem. Das Problem ist aber nicht unbedingt dieses Urinal an sich, sondern ich denke mal, es ist einfach auch das, dass da Leute dahinter pinkeln. Wenn man zu oft an einem Ort pinkelt, dann riecht das nun mal. Das ist so. Die Stadt Köln bekommt Mitleid mit dem kleinen Urinal und stellt ihm ein zweites zur Seite, deutlich prominenter platziert, direkt neben dem Imbiss. Diese Idee der Stadt finden nicht alle gut. Kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen wahrscheinlich der Imbissbesitzer selbst, wobei der hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass da jetzt nur Urinal ist, Entschuldigung, braucht er keine Toiletten mehr. Obwohl ich glaube, da hinten ist ein Toilettenhäuschen. Sieht zumindest so aus. Unsere Gäste hauptsächlich, die sind aufgestanden und gegangen. Wenn ein Klo nicht vernünftig gereinigt wird und der Wind weht und man in dem Wind sitzt, dann stinkt es extrem. Das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Da hinten, das eine ist zumindest eine mobile Toilette. Also so sehen die zumindest für mich aus. Und die werden mit Sicherheit häufiger gereinigt als das Ding. Die Stadt reagiert. Der Gastronom hatte sich in den heißen Monaten aufgrund der Geruchsentwicklung trotz höherem Leerungsrhythmus einen anderen Standort gewünscht. Ja, daraufhin hat man das Ganze woanders hingekommen. Und jetzt wissen wir, warum das Ding ein Wanderurinal ist. Also geht das Urinal auf Reisen. Und zwar zunächst einmal über den Platz direkt neben das Basketballfeld. Mittendrin, statt nur dabei. Ja, genau. also mir fällt jetzt da wunderbar was ein, wenn da einer steht und pickelt. Ball. Oh, Entschuldigung, mir ist der Ball abgerutscht. Da spielen die doch Ball. Das ist so unpraktisch. Mütter und Kinder haben dann Männer beim Urinieren zugucken können, wenn sie denn da verweilen wollten. Ey, und wenn sich das rumspricht unter einer bestimmten Personengruppe, die hat da mit Sicherheit ihren Spaß dran. Entschuldigung, es war jetzt unter der Gürtellinie, aber musste sein. Heute gibt es Beschwerden. Immer noch will niemand das Urinal haben. Also geht es weiter. Warum das jetzt hier so rumwandert, ist mir ein Rätsel. Ganz einfach, weil die Stadt Köln zu planlos ist, das Urinal wieder zu entfernen, und zwar völlig zu entfernen. Die Stadt weiß eine Antwort. Es wird versucht, allen AkteurInnen, Ideen und Beschwerden gerecht zu werden. Ey, Stadt Köln, ich habe auch eine Idee. Und ich beschwere mich nicht mal. Nein, es ist wirklich die Idee und die dürft ihr sogar umsetzen. Nehmt das Ding und schafft's weg. Ganz weit weg. Ganz weit. Ganz weit.
So richtig weit. Über die Stadtgrenzen Kölns hinaus. Auf die Mülldeponie, da gehört's hin. Der nächste Standort direkt neben dem U-Bahn-Ausgang. Etwas irritierend. Ja, genau. Die Leute, die hochkommen, bringen eine Windbrise mit. Die Leute, die reingehen, kriegen die Brise ab. Es ist ja dann, dass wenn die Leute von der U-Bahn rauskommen, als allererstes quasi in den Genuss kommen des Urinals. Das ist zum Kotzen für eine Frau, weil wenn sie da dran vorbeigehen und es entledigt sich einer, ist das kein Anblick. Wir Frauen können das auch nicht. Also muss das Urinal nochmal umziehen. Nach dem Weg vom Imbiss zum Basketballfeld und weiter zum U-Bahn-Ausgang geht es noch ein Stückchen weiter neben die Fahrradbügel. Jetzt müssten doch alle zufrieden sein mit diesem Alleskönner. Nein, eben nicht. Glaube ich nicht. Jetzt ärgern sich die Leute, die ihre Fahrräder da abstellen, weil die Fahrräder mit der Zeit wahrscheinlich den Geruch annehmen. Egal wie, es ist nicht schön und es ist keine gute Lösung. Ich glaube, der Druck muss schon sehr hoch sein, um dahin zu gehen. Ich finde, das ist nirgendwo angemessen. Das ist auch würdelos für Menschen, die wirklich ein Bedürfnis haben, ihre Notdurft zu verrichten. Das stimmt. Also, aber einer kann dafür, das hat dafür Gebrauch, nämlich die Leute, die rauchen. Die können ihre Zigaretten reinschmeißen. In der Stadt scheint niemand das kleine Urinal zu mögen, nur weil sie etwas zu öffentlich ist, diese öffentliche Toilette. Ja, genau. Ich hab's mir schon fast gedacht. Also es ist, ein bisschen Nachdenken hilft manchmal. Und wir haben wieder das berühmte, die Stadt Köln hat keinen Plan und den haben sie dann auch noch dämlich umgesetzt. Und deswegen, ja, arme Stadt Köln, muss ich mal so sagen. Ich war schon öfters in Köln. Ich bin in den Genuss von diesem Ding noch nicht gekommen. Das ist auch ganz gut so. Ich würde es weder benutzen, noch würde ich es gern sehen. Wie gesagt, mein Vorschlag an die Stadt Köln ist, schafft das Ding weit, weit weg. Auf den Müll, da gehört es hin. Es braucht keiner, es will keiner und es ist nur eine Belästigung und zwar in vielfältiger Art und Weise und das ist wirklich ganz schlecht. Trotzdem war es eine schöne Folge. Ich konnte auch hier wieder viel dazu sagen und meinen Kommentaren loswerden. Auch hier wieder natürlich mein obligatorischer Like für diese Sendung. Sie haben ihn verdient und diesmal kriegen Sie ihn auch. Gleich in der Woche, wo das Ganze veröffentlicht ist. Wie gesagt, das ist gerade heute erst veröffentlicht worden. Und es haben ja auch schon eine ganze Menge Leute geguckt. Also muss ich mal sagen, also da gucken schon eine ganze Menge Leute zu. Und auch hier ist es wieder so, Originalvideo ist unten verlinkt. Wenn ihr möchtet, geht rüber zu den Kollegen von Extra 3. Lasst ihnen Like, Abo und die Glocke da. Und wir wechseln zurück in den in den Chatting-Bereich. So, und natürlich auch hier, wenn es gefallen hat, Däumchen hoch und wenn ihr gerade da unten seid und nach dem Link sucht für das Originalvideo, huscht doch gerade mal am Abo-Button vorbei, klickt drauf, der freut sich darüber und ich freue mich dann auch darüber. Und die Glocke könnt ihr auch aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr, wenn was Neues kommt. Dreimal die Woche normalerweise kommen hier Videos neu auf den Stream und ihr könnt euch da neuen Spaß haben. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was man mal reacten könnte oder sonst irgendwas loswerden wollt, da unten in den Kommentaren ist dafür Platz und ich reagiere darauf auch. Und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss für diese Woche, sagt euch eure Josie.